Hallo und herzlich willkommen zu einem Videopart von Puff of Excel. Ja, ich mache jetzt Videoparts, weil ich zeitlich echt begrenzt bin, weil ich ja so viel Sport machen muss. Der Körper will es einfach, sonst habe ich Krämpfe. Und deshalb mache ich jetzt einfach Videoparts und Livestreams momentan, weil es jetzt auch nicht ganz so gut ankommt im Livestream. Und damit ich einfach mehr auch aufnehmen, also damit ich auch mehr Zeit verbringen kann. Leider muss ich jetzt scheinbar... ich habe die jetzt benutzt. Okay, machen wir einfach nochmal. Ich bin jetzt in Akt 4 mit dem Arc-Tempel, den wir im letzten Livestream angefangen haben. Und er geht recht stark und schnell ab. Das ist immer toll. Weil jetzt kann ich mich eigentlich voll auf die Defensive auch konzentrieren. Nur noch ein paar Totem nutzen, dann kann ich wirklich defensiv auch werden. Der wird High-End-Viable werden wahrscheinlich. Vielleicht nicht ganz knapp nicht gegen Überälter oder so. Aber ja. Ich habe auch gemerkt, dass meine Livestreams manchmal echt ein bisschen zu voll sind, dass viele schreiben und ich kann sie nicht antworten und so. Ich würde mal schauen, dass ich eben die Let's Play Parts einfach dann zwischendurch mache, wenn ich jetzt mal nicht so viel Zeit habe. Dann könnt ihr wirklich auch Kommentare schreiben und jo, dort auch ein bisschen besser wahrgenommen werden. Ich werde natürlich so schnell wie möglich dann zurückschreiben und so weiter. Dann habt ihr auch ein bisschen mehr Zeit, um nachzudenken, was ihr schreibt. Jo. Ich hoffe, es geht wieder gut weiter, dass es kein Problem ist. Aber ihr wisst ja, dass meine Videoparts manchmal einfach ein bisschen Werbung drin haben von FreeMake, weil ich ja ein Free-Programm nutze. Weil ich noch nicht bisher so viel Geld hatte, dass ich irgendwie so 600 bis 1000 Euro ausgeben kann für ein Programm, wie zum Beispiel Vegas oder so. Und einfach keine Lust habe, wenn es zu voll ist, da irgendwie die Videos auch zu schneiden und alles Mögliche. Aber ich bin ja dafür bekannt, dass meine Videos eigentlich immer sehr gut unterhalten sind, dass ich wirklich nichts rausschneiden muss und so weiter. Und ich bin ja nun mal eben nicht professionell, also ich schaue nicht, dass ich keinen Fehler mache beim Schneiden, beim Sagen. Wenn mal ein Fehler passiert oder so, dann könnt ihr kurz nachfragen im Chat, wieso oder was, weshalb jetzt gerade da das gemacht wurde. Also eben meistens Flüchtigkeitsfehler oder so. Wenn ich jetzt solches sage, dann halt einfach uns fragen, ja, so hast du das gesagt. So gleich ausrasten. Ach, die Leute manchmal haben sie einfach keine Geduld und dann werden sie peinlich. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Ich hoffe, es wird wieder besser, weil, ja, ich bin ja einer, der eigentlich konsequent ist. Wer nicht hört, nicht die Regeln ein, ja, den Regeln folgt, die ich habe. Er wird halt einfach ausgegrenzt mit Bans, fertig. Oder sogar mit Meldungen. Und das will ich so oft wie möglich eigentlich vermeiden. Nur müsst ihr euch halt auch beherrschen können. Das können viele nicht. Merke ich einfach immer wieder. Tja, eben, man lernt nur aus Fehlern. Und viele Menschen können die Fehler gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie einfach nicht so gut schon im Leben vorangekommen sind. Viele Gamer sind halt wirklich weit hinter dem Alter und das ist natürlich auch nicht so gut. So. Sonst habe ich eigentlich nicht mehr so viel. Ich mache sicher mal noch ein Dragos News wegen gestern. Weil ein paar Leute einfach rumgezickt haben bei dem Livestream und einen anderen Spieler mit Spieler getötet haben. Und ja, es beginnen ja viele Projekte eigentlich jetzt. Minecraft. Wieder starten. Wahrscheinlich werde ich dann bald noch ein paar Spiele nachkaufen, die ich schon habe, aber nicht so gut laufen. Auf Windows 10. Und ihr dürft jederzeit immer etwas wünschen. Ich bin ja interaktiv. Nur eben, ihr müsst es auch machen. Es ist meistens eine Bürde für die Leute, die wollen lieber das schauen, was ich auch gerne habe oder so. Und dann machen sie halt einfach weg. Das ist nur passiv. Das ist kein Problem. Dann wähle ich halt, was ich
spielen will, oder? Aber wie auch heute im Livestream oder gestern im Livestream, sorry für euch, ist es einfach so, dass Be careful. What do we call you? May fear guide you. Ich eigentlich immer sofort eigentlich jemandem den Wunsch erbringe. Also ich habe ja ein paar Verwechslungen geleistet und dann hat jemand gesagt, bitte spiel GTA Online. Dann habe ich GTA Online gespielt. Also ohne Probleme könnt ihr einfach wählen, was ihr sehen wollt. Bei mir. Das machen viele gar nicht mehr. Ich habe jetzt erst kürzlich wieder ein Video gesehen. Hey, die Leute haben sich so aufgeregt, dass so ein Video kam. Wieso machen dann die Livestream, also ja, die Videomacher dann einfach das weiter? Weißt du, kommt nochmal ein Video und alle regen sich auf. Das will ich einfach so viel wie möglich vermeiden. Ihr müsst bei mir halt Sachen machen, oder? Dass es für euch stimmt. Das soll ja für euch stimmen, nicht für mich. Und außer Fortnite ablehnen würde ich jetzt jedes Spiel spielen. Ja, Fortnite ist wirklich nicht meins, tut mir leid, auch wenn es so mega beliebt ist. Aber ich muss nicht aufspringen, weißt du? Für mich ist Fortnite einfach ein kleines, ja, kindlich gehaltenes Ballerspiel und mehr auch nicht. Ich muss echt nicht aufspringen. Und ihr könnt es hoffentlich verstehen, dass ich es nicht so mag. Ich bin halt nicht so frustresistent. Gegenüber so Spielen, wo halt die ganze Zeit auf Agro trimmt und so. Ja. Und dem, die Leute denken dann, ja, okay, ist nicht frustresistent und der wird. Sollte man trollen und das mag ich natürlich dann auch nicht so richtig. Aber merke, dass ich echt nicht sensibel bin gegenüber so Leuten. Also einen Kommentar bekommen die deswegen nicht. Also ein Spruch oder so. Das sind für mich leere Worte, leere Menschen. Und deshalb sage ich darüber nichts. Ich banne einfach fertig. Und scheinbar hat YouTube schon recht viel gemacht, wenn man es meldet. Ich hoffe einfach, die Leute werden auch bestraft von YouTube. Weil, eben, Regelverstoß ist Regelverstoß. Wieso merken dann die Menschen das nicht? Ja gut. So, ich versuche gerade ein bisschen zu rushen, aber es sind echt viele Realgegner, die möchte ich mal gut besiegen. Und wir sind noch recht squishy. Also wir bekommen einfach noch zu viele Schaden über. Das eine ist auch, dass wirklich arg schlecht Ziel findet. Also die Toten schießen einfach nicht, wenn wir hinter einem Gegenstand oder so Gegner haben. Und deshalb, ja, müssen wir halt doch ein bisschen tankier sein als andere Bits. Dafür töten wir auch viel schneller. Also ich denke wirklich, wir können voll auf Tank gehen. Und ich benutze ja eben kein MF momentan auf diesem Charakter. Was ja auch nicht so viel bringt. Keyspeed ist dafür extrem hoch. Und ihr solltet lieber auf Keyspeed gehen, als wirklich auf viel MF und dafür einen langsamen Keyspeed haben. Das habe ich jetzt eigentlich nicht so gemacht, weil ich auch ein bisschen profihafter rauskommen will. Und vielleicht ein bisschen schneller, weniger rushen soll. Also grinden wollte. Habe ich dann einfach Baits gemacht, die ein bisschen langsamer waren, aber ich bin so schnell vorwärts gekommen. Es ist jetzt erstmal nicht mal einen Monat die Liga und ich bin schon eigentlich fertig im Spiel sozusagen. Für meinen Geschmack bin ich jetzt schon recht weit. Und deshalb ja, möchte ich jetzt lieber noch ein Bait machen ohne MF, damit ich auch wieder vorwärts komme. Damit ich wirklich alles schaffe, die 40 Challenges auch ab. Segne gemacht habe. Okay. Wobei muss ich jetzt auch nicht mitnehmen. Schade, dass er nicht mehr so nützlich ist, leider. Gut. So, was müssen wir jetzt machen? Genau hier oben habe ich fertig, damit ich jetzt nicht mehr Blitzdamage holen hier oben. Noch nicht. Ich will zuerst hier runter gehen. Zu dem Baum mit Totenbeherrschung und Eifer des Totems. So.
Entweder gehe ich sogar noch mal runter zum nächsten toten Nott. Ist jetzt auch nicht so schwer zu erreichen. Aber viel Leben und so Sachen. Ja, das denke ich schon. Bei Totem sollten auch viel aushalten, wenn sie so, ja, nicht AOE-Sachen schießen, dann müssen sie auch mehr aushalten. Ich hoffe nur, dass ich wirklich zählt werden kann mit dem Beet, weil natürlich auch spezielle Items braucht. Und sonst gehen wir eben auf noch einen Toten mehr holen. Ah, der ist weg. Der Golem. Ach Mist, ich bin falsch gelaufen scheinbar. Ja. Klar, wir müssen immer ganz unten durch. Ja. Aber es haben viele Probleme mit dem Endgame, weil die Monster halt immer wieder recht schnell viel Schaden raushauen können. Aber das ist nun mal so. Aber ich höre nicht auf, weil die Gegner zu stark sind. Dann mache ich einfach nicht mehr so viel schwere Gebiete. Und ich skill mich um. Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht, diese Season. Also einfach Spiel, ja, umskillen, den Charakter, und ihn besser machen. Gut. Ja. Jetzt habe ich wirklich so weit gemacht, das habe ich auch ein bisschen mehr interessiert. Bei Akt 5 kommt meistens Spielen gut an, auch wenn es schwer ist. Und das ist eben dann eigentlich eine der besten Maps, wenn man wirklich rauskommt im Spiel und es auch versteht. Und das ist einfach, ja, außer die Bosse. Die Bosse sind wirklich scheiße. Die immer so ausweichen lassen müssen wollen. Und so, das gehört einfach nicht zum Game. Weil das ein Action-Rollenspiel ist und kein Taktik-Rollenspiel. Ah, gut. Aber ich bin echt motiviert, momentan das Spiel zu spielen. Auch wenn es jetzt nicht gerade so... Hallo? Da wird einfach mal die Tür... Ah, jetzt endlich. Da wird einfach mal die Tür blockiert. Ich dachte, die können, die lassen einen durch, aber nö. Natürlich. Sabenweilig im Schaden müssen wir jetzt auch nicht mehr haben. Einmal reicht. Es gibt wirklich Beats, die mehrmals diese erlittenen Schaden... Casten, Fluch haben, aber wir haben so wenig Flüche und deshalb eher nicht auf so zum Kaufen, nachkaufen. Ja, und ich bin ja so sehr erfahren, dass ich müsste es sogar mehr machen, die Gegenstände, also die einsamen, nur ist meine Kiste, mein Lager jetzt schon voll, also viele sind einfach überfüllt. Bei die Games habe ich schon über einen Lagerplatz voll. Und Unix sind auch wieder voll bei 5 Lagerplätzen. Ja, da muss ich mal langsam ein paar Unix verkaufen dann. Weil die Property auch nicht mehr so schnell kommt wieder. Ich glaube nur 3 oder 4 Mal oder noch weniger. Ah, und ich habe 999 Umwandlungssphären. Habe ich davor den Part Anfang gesehen. Ist auch schön zu sehen. Eine Schnapszahl. Nicht ganz 100 die Zahl. Ja, momentan ist das Spiel wieder ein bisschen schwer. Am Akt 4 war das Spiel echt einfach. Jetzt zieht das Spiel natürlich wieder an. Weil viele Gegner und schnelle Gegner gleich mehr Schaden. Und noch mehr Schaden von den Gegnern, weil sie höher leveln. Ja, ja. Und genau so macht das Spiel eigentlich Spaß, wenn man wirklich manchmal in Bedrängnis ist. Es stirbt immer wieder, wenn man so wenig Leben hat. Naja. Aber viele Spieler wollen immer Beats machen, die ganz easy sind. Wieso? Da hat man doch gar keinen Spaß daran. Noch weiter zu stärken. Tja, Blade 4 Decks.
mit den drei Haralds. Ja, ungefähr 90% aller Spiele spielen im Beat momentan. Echt dumm! Ich weiß gar nicht, was mit denen eigentlich noch Spaß bedeutet. Sie wollen nur weit kommen, sie wollen nur das Spiel so einfach haben wie möglich. Mehr auch nicht. Deshalb kaufen sie auch alle Items. Ja, ich brauche das Item. Komm, ich hab's, ja, ich hab's. Spaß wieder weg. Also ist immer so. Das war bei Diablo 2 schon so und das wird auch in jedem nächsten solches Spiel sein. Die Spiele müssen alles haben. Die müssen alles sofort haben. Nö, suchen. Also für mich ist ein Action-Rollenspiel gleich suchen und belohnt werden. Aber viele Spieler wollen das einfach gleich mal weg haben. Für was spielen sie denn das Spiel noch? Das frage ich mich einfach immer wieder ein bisschen. Ist nun mal so. Leute, könnt nicht immer alles sofort haben. Und die Leute werden sowieso immer wie reicher. Und, deshalb werden sie wahrscheinlich nicht damit aufhören. Ich bin eben arm geboren, also arm nicht, aber ich bin ja in der Unterschicht geboren und bin auch immer noch in der Unterschicht. Ich werde da eigentlich auch nicht raus wollen, auch wenn ich dann mega viel Geld habe, irgendwann mal wegen Fußball. Ich bleibe einfach in der Unterschicht. Dann muss ich mich auch nicht wehren oder so, also dann kommen die Leute auch nicht, um mich irgendwie mich zu beklauen oder sogar zu ermorden oder so. Weil meistens machen die Leute dann bei den Leuten, die sie nicht in Ruhe lassen. Und ich lasse ja eigentlich die Leute, die halt beleidigen oder so, meistens in Ruhe. Indem ich sie banne. Aber ja, mehr kann ich ja nicht machen, sonst machen sie natürlich weiter, oder? Und das ist natürlich dann schon nicht so gut. Dann arm zu sein und sich nicht wehren können mit Alarmanlagen oder so. Und plötzlich wirst du ermordet. Die Menschen sind wirklich so. Also, je mehr Einfluss ein Mensch hat, desto mehr ist auch die Gefahr, dass man stirbt. Aber das ist mir eigentlich egal. Weil du hast ein Leben. Das Leben macht dir einen Strich manchmal durch die Rechnung oder so. Und ja, sicher kannst du nie sein. Deshalb suche ich jetzt auch nicht wirklich auf mega Angsthase zu machen. Ich bin überhaupt kein Angsthase, ich habe von nichts Angst. Also wirklich nichts Angst. Also in den Livestreams manchmal von ein paar Leuten, die das auch wirklich zeigen, dass sie mir Angst machen wollen. So ein bisschen, ich beeinflussen lassen. Aber das ist ja gespielt. Ich spiele ja echt gerne ein bisschen derjenige, der auch gerne ein bisschen unterhält, oder? Ich suche die Unterhaltung. Wenn jemand mich töten will oder so, dann muss ich natürlich zeigen, dass ich beeindruckt bin, obwohl ich nicht beeindruckt bin, natürlich. Weil ich mag es nicht so, wenn man töten muss, um irgendwelche Geilheit zu kriegen oder so. Ja, weißt du, würden alle Menschen einfach mal ein bisschen mehr nachdenken, dann würde die Welt schon besser sein. Dann könnte man uns gegenseitig auch mehr unterstützen. Aber scheinbar brauchen viele Leute keine Unterstützung. Sie wollen sich lieber selber failen. Ja, so viele kennengelernt, die schon gefailt haben. Ja. Ja, meistens macht es denen auch wirklich nichts mehr aus, wenn sie dann wieder gefailt haben. Ja, sie haben schon tausendmal gefailt, sie sind es gewöhnt. Aber ihr wisst ja, so richtig auf, dass es nicht peinlich wird und so, schauen die Menschen nicht. Ja, der am Zocken hat halt auch extrem auf richtig getan und wollte mich unterstützen und was. Gut gemacht und plötzlich nicht mal 7 Tage und schon fängt er wieder an zu zicken. Also, ja, er weiß doch, dass ich zugreife. Wieso fängt er dann wieder an, einfach Leistung zu stören? Wahrscheinlich, weil er eben die falschen Kollegen hat. Irgendwie
den Sockel halt. Weißt du, mir macht es überhaupt nichts aus, wenn ich Leute verliere, die halt eben meinen, sie müssen halt da ein bisschen stören und so weiter. Macht mir überhaupt nichts aus. Ich habe so viele Freunde und bekomme auch irgendwie mehr Freunde. Wenn jetzt jemand, der ein bisschen etwas gemacht hat, weg ist, das ist mir schnuppegal. Aber eben, er hat sich eigentlich selber das Grab bei mir geschaufelt. Für mich, oder? Also das ist klar. Dass es mir nicht geschadet hat, aber ihm sogar mehr geschadet hat. Er kann ja auch wieder zurückkommen, sich entschuldigen. Und dann machen wir wieder weiter. Aber gut. Mir ist es eigentlich schnuppegal, wenn Menschen halt einfach zicken wollen, dann sollen sie zickig sein. Das ist es. Aber ich bin glücklich, dass ich so gut alles ausgehalten habe. Also eben, ich werde immer standfester. Ich bin noch ein Mensch, der einfach mehr, immer mehr aushält, aber dafür werden viele immer schwächer, werden depressiv und werden empfindlich und so. Aber ich werde einfach immer standfester. Und wenn ich jetzt rede, ja, mein Körper ist ein bisschen empfindlich, weil er zu gut hört, weil er zu gut sieht, weil er zu gut fühlt, weil er zu gut schmeckt und so weiter, dann ist es mein Körper, aber das hat keinen Einfluss auf Trolling. Dann ist es ja nun mal so, dass er nicht eine Chance hatte, derjenige, der trollt, und mir überhaupt nichts ausmacht. Ich habe ja schon tausendmal fast einen Hörschaden bekommen wegen Videos, die extrem laut sind. Und die Grenze wird immer wie höher gestellt. Also ich, wenn ich jetzt manchmal Livestreams sehe, wie laut die eingestellt sind. Boah. Ich bin eben einer der Sachen, die stören, aus dem Weg geht. Ich muss gar nicht darum kümmern, dass sie zu Schaden bekommen kommen oder so. Wenn du eine Pistole ziehst, musst du dann auch auf jeden schießen, der dich stört. Also bitte. Dass die Menschen darüber sich nicht Gedanken machen und so, ist echt blöd. Das ist so ein schneller Bild. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt wirklich zäh werden können und so. Das ist das einzige Manko. Aber es ist immer so, leichte Builds haben immer die wichtigsten Nodes, die musst du einfach skillen und dann hast du einfach schlechte Verteidigung, weil du dich nur um die Nodes gekümmert hast. Die einfach irgendwie, ja, das machen. Also zum Beispiel zwei Totems beschwören oder so. Gut. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein Part machen und dann werde ich nochmal raschen am Nachmittag. Und dann sehen wir dann im dritten Video dann, ja, mit dem fortgeschrittenen Templer. Ah, jetzt geht es wieder ein bisschen weiter. Was haben wir? 23,7 Minuten. Sonst geht es zu lange zum Hochladen, aber wird gespackt. Und ich habe immer noch nicht das Problem gefixt, dass die Videos einfach tausendmal länger brauchen ab 30 Minuten. Muss ich einfach auf 30 begrenzen. Oh, schön, schnell Gegner stellen. So, 3, und dann haben wir schon wieder Totennotz. Sehr schön. Ja, Magma-Kugel, die sieht man einfach zu schlecht. Sollen sie noch ein bisschen überarbeiten. Vor allem, weil das in hellen Zonen und der Boden ist hell hier. Mit den Pferden und so. Ist schon ein bisschen blöde gemacht. Ach, entwickelt. Gebt euch wieder ein bisschen mehr Mühe. Das Spiel hat auch manchmal überlastet ist. Bessere Builds. Die weniger lecken. Was ist der Tempel? Hey, überall ist Sackgasse. Scheiß mich einfach an. Okay, gut, das sind wir, glaube ich. Ja. Boah, wie schnell wir alle gekillt haben. Heftig.
So, der wird wahrscheinlich leichter Kampf. Aber er dauert. Er wird dauern. Boah, wie einfach nur noch halbes Leben hat. Hat zwar zwei Leben, also zwei Phasen. Das ist so schnell tot. Das ist so heftig. Die Gegner vor allem, die ist spawnt. Da wird es sehr leicht. Schade, dass wir jetzt wieder kein Threshold-Juwel benutzen, nehmen müssen. Ich will mir noch mal ein bisschen Gedanken machen. Schon sehr gut eigentlich Videos hochladen dann am Tag. Nur habe ich wenig Zeit zwischen den Aufnahmen hochladen. Muss mal schauen, ob ich zwei pro Tag schaffe oder drei sogar. Jetzt einfach mal austesten heute. Es ist ja auch schon 32. 0 Uhr 32, der neue Tag hat schon begonnen. Vor 32 stelle ich das vor. Mein Tag beginnt eigentlich erst, weil ich meistens spät ins Bett gehe. Weil ich ja sowieso nicht lange schlafen kann. Ja, jetzt gestern habe ich noch ein bisschen nachmittags geschlafen, aber einfach nur wegen der Hitze und alles. Nicht, weil ich so müde war, weil ich halt ein bisschen verkrampft war. Jetzt zögert sich der Kampf gleich mal wieder ein bisschen aus. Weil jetzt brauchen wir die Unique-Gegner. Dann können wir auch Schweißbark noch einsetzen. Ja, aber mach es auch. Warte, war da? Ich habe gar kein Spark-Projektil gesehen. Okay. Kitaba kommt. So. Ja, hat echt viel Spaß gemacht, der Kampf. Ich hatte ja fast nie Leben verloren. Nur einmal wegen dem Strahl vor allem. Also ich schaue nochmal drüber, aber ich brauche echt keinen Threshold-Juwel mehr. Was ich immer nehmen könnte, ist Arena der Schwerter, aber... Also eben, Lavaschlag ist auch mega OP momentan. Aber, nee. Wenn, dann Frostkugel. Weil Frostkugel ist eigentlich recht easy Endgame. Na komm. Naja. Eisgeschoss vielleicht sonst noch, aber ich glaube kaum, dass ich ein Eisgeschoss Windrippe machen werde. Und Tornado Shop. Shot auch nicht, also wahrscheinlich kein Windrippe-Bild. Und die sind so beliebt, ja, ein bisschen mehr MF und ja, EIQ nicht. Und so, ja, krass. Ah ja, genau. Das hier will ich noch reinigen. So, und die anderen finde ich dann halt einfach. Wenn ich mal einen brauche, dann finde ich ihn hoffentlich dann auch. Mit diesem Bild. Ein High-End droppt sowieso viel zu viel. Ah, noch ein bisschen Geschick. Ah, ich wollte doch noch ein bisschen mehr Geschick nehmen. Ja, am nächsten Level werde ich Agilität nehmen. So, 29:11 Uhr, also Dauervideo. Dankeschön fürs Schauen des ersten Videos. Ich werde schauen. Schreibt mir doch, was ich reden soll, meistens in den Videoparts. Und schreibt doch auch, wenn ihr mal einen Livestream sehen wollt, einfach die Zeit angeben oder so, wo ihr am besten Zeit habt. Und wenn ihr findet, ich sollte mehr Videos machen, könnt ihr auch schreiben natürlich. Jederzeit, gell? Dankeschön, Hauptsache ihr habt Spaß und dass ihr euch wohlfühlt, genauso. Tschüss!